Tag allerseits, das ist Teil 2 des Freunde fürs Leben Bar Talks mit Berkan. Hi. Schön, dass du immer noch da bist. Schön, dass ihr wieder da seid. Denn jetzt kommt das Assoziationsspiel. Du bekommst einen Begriff von mir und du sagst, was dir spontan dazu einfällt. Okay. Erster Begriff, Trennung. Trennung ist immer scheiße. Auch wenn es das Richtige ist und so. Ist trotzdem erstmal scheiße. Ja. Selbstwert? Schwierig. Aber wichtig. Ja. Geld? Oh, kopfig. Aber auch schön. BVG? BVG ist entspannt. Bei mir im Kopf ist im Gegensatz zu Autofahren. Und Autofahren ist stressful as fuck. Und BVG, man setzt sich rein, dann steht man wieder auf. Bühne? Super. Bombe. Perfekt für einen Klassenclown wie mich. Musik? Boah, das kann ich nicht mal. Da gibt es kein Wort für. Das kann ich nicht in Worte fassen, sodass es dem gerecht wird. Verstehe ich. Vergangenheit? Ist da. Kann man nichts mehr machen. Angst? Ist oft ein Hindernis. Saxophon. Einfach, das ist geil. Sag's mal, geil. Meditation? Sehr hilfreich. Vor allem für Leute wie mich, die die ganze Zeit denken und nie aufhören zu denken. Und oft ist es so, dass man sich nicht so aufgerappelt kriegt, damit anzufangen. Aber sobald man dann da sitzt, kurz und mal dreimal atmet, ist man so, oh, Gott sei Dank, habe ich das gemacht. Kreuzberg? Wunderschön. Das ist einfach wunderschön. Und ich meine alles. Ich meine nicht nur diese Altbaugegenden, wo ihr gerne abhängt. Ich meine auch da diese alten Nachkriegssozialbauten und da, wo drei Penner liegen oder so. Das Penner sagt man nicht, ne? Sorry. Wo ihr gerne abhängt? Ihr? Die wissen schon. Also, okay. Okay, Familie? Ich will sagen, sehr wichtig. Ist es auch, aber ich glaube, es ist einfach sehr schön, wenn man eine hat, weil es gibt, es haben nicht alle eine oder es haben nicht alle eine Familie, die einen unterstützt oder die einen ein Geborgenheitsgefühl gibt. Aber wenn, ist es sehr schön zu haben und sollte man dankbar für sein. Letzter Begriff, Freunde fürs Leben. Der auch geil. Freunde fürs Leben. Ich glaube, so eine Freundschaft fürs Leben, da muss man. Weil ich habe sehr viele Freunde, die ich wirklich sehr lange kenne. Und es ist, man ist nie beste Freunde 30, 40 Jahre lang. Weißt du, das geht vielleicht mal ein bisschen auseinander, es geht mal wieder ein bisschen intensiver. Vielleicht versteht man sich auch mal ein, zwei Jahre nicht, geht sich ein bisschen auf den Sack. Aber wenn man eine gewisse Freundschaft schon irgendwie etabliert hat, dann ist es kein Hindernis daran, dass man sagt, das ist mein Bro, das ist mein Sis oder was auch immer. Und deswegen, Freunde fürs Leben ist sehr schön zu haben. Es gibt nicht viele, also nicht alle. Ich habe letztens, mein Bruder war auf dem 40. von einem seiner Freunde. Und da war dann so ein Foto und ich wusste, die kennen sich alle noch aus der Oberschule. So. Und nicht alle Leute haben Leute, mit denen sie seit 10, 20, 30 Jahren unterwegs sind, was sehr schön ist. Aber auch die neuen Freunde, die man erst seit einem Jahr kennt oder seit einer Woche, die sind auch genauso wichtig, weil die auch neuen Glitzer ins Leben bringen. Cool. Okay, Hast du geschafft, das Assoziationsspiel. Geil. Fix, ja. Danke. Auch danke. Kick mal an.